Hallöchen, ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, das Ganze heute mal wieder etwas beschleunigt. Das war gar keine Absicht. Erstmal hier jetzt so ein bisschen hin und her zeigen, aber nochmal dazu. Diese Beschleunigung war eigentlich gar keine Absicht. Ich wollte in der ganz normalen Geschwindigkeit spielen. Das Problem lag einfach daran, ich hatte aufgenommen. Und dann habe ich aus Versehen meine Tonspur gelöscht. Ich Vollhorst. Und diejenigen, die das wissen, wissen einfach, ich bin im Nachkommentieren einfach eine totale Niete. Eine Niete ohne Ende. Und deswegen habe ich gedacht, naja, es war ein bisschen doof, aber versuch es mal auf eine Folge zu machen. Und dann brauchst du sicher nicht großartig noch dir irgendwas zu überlegen. Ist zwar wirklich doof, weil hier auch halt eine Sache drin war, aber darauf gehe ich halt gar nicht ein. Die ich irgendwie erzählen wollte, beziehungsweise die passiert ist, dass ich auch so ein bisschen im Vlog mit erzählt habe. Ja, hier hatte ich jetzt bloß mal das Ganze versucht, ein bisschen neu einzustellen, weil ich das Gefühl habe, hier passte irgendwas nicht ganz richtig. Ja, auf jeden Fall, aber jetzt kann ich ja trotzdem euch erstmal. Warum renne ich denn hier dauernd hin und her? Ja, und sowas weiß ich schon nicht mehr. Dann frage ich mich dauernd und naja, nachkommentieren ist halt wirklich nicht mein Ding. Also das mag ich überhaupt nicht. Auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Sorry wegen der Audioqualität das letzte Mal, wegen dem Sound. Warum? Das war so verdammt schlecht. Also, ich kann euch nochmal die Gründe nennen. Ihr habt ja sicher gemerkt, dass die Folgen auch nicht rechtzeitig kamen. Das heißt nicht wie gewohnt 16 Uhr, sondern immer erst sehr spät. Also immer wenn ich nach Hause kam, habe ich die dann zum Download, habe ich den Upload dann angeschoben. Heißt, sprich, ich hatte keine Zeit, das vorher hochzuladen. Mir fehlte einfach die Zeit, weil ich am Wochenende nicht da war, weil ich halt was zu tun. Ja, weil ich nicht da war, weil ich halt zu dem Geburtstag von einer Freundin war. Und auf jeden Fall, ja, dachte ich, dann machst du wenigstens For Story, weil das ist ja dein Haupt-LP. Und naja, um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich halt meine Sprachaufnahme mit dem Video zusammen aufgenommen. Aber das geht halt schief, weil man da halt nicht im Nachhinein das anpassen kann. Da muss man halt vorher was machen, wenn man dann auf einmal das Mikro etwas weiter weghält oder dann auf einmal das Headset ein bisschen anders aufsetzt und so weiter und so fort. Klingt auf einmal ganz anders, weil die Abnahme dieses kleinen Mikros ist ja auch nicht besonders groß. Ja, und auf jeden Fall, ja, da konnte ich dann nichts mehr nachbearbeiten. Werde ich jetzt natürlich nicht machen. Hier hatte ich eigentlich eine Tonspur extra aufgenommen. Die habe ich bloß aus Versehen gelöscht. Ich Idiot. Oh, und ich muss gleich mal husten. Entschuldigt bitte. Ja, ich Idiot halt. Hatte das aufgenommen. Gut, aber ich denke mal, ich werde mir diesmal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich werde mal auch versuchen, jetzt dadurch, dass ja am Wochenende jetzt wirklich viel Erfahrungspunkte und so weiter, und dadurch, dass es nur eine Folge ist, kann ich wieder für 4 Folgen aufnehmen. Und da habe ich schon, im Prinzip, bin ich ein bisschen weiter gekommen. Als, na, ich weiß nicht mehr, ob wer, ich weiß jetzt selber nicht mehr, wie ich es ausdrücken soll. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich meine. Auf jeden Fall kann ich dann das XP-Event schön mit nutzen, sozusagen. Oder auch nicht. Na, auf jeden Fall hatte ich ja gesagt, dass ich da zum Geburtstag von einer Freundin war. Von einer Freundin. Na, und ja. Leider Gottes ist es so, dass meine Ex-Freundin in dem Freundeskreis mit drinne ist, wo ich auch bin.
Und das führt leider immer zu Komplikationen. Und ich sag mal, am Freitag war dann der erste Tag, an dem ich dann wieder, sagen wir mal so, einigermaßen normal war oder bin oder gewesen war, bin, sein werde. Ach, das ist immer so ein bisschen, aber ich sag mal, okay, sie will nicht drüber reden. Ach, jetzt habe ich hier wieder jemanden getroffen. Ach ja, das war die Geschichte, wo er oder sie mich so ein bisschen verarschen wollte oder auch nicht. Keine Ahnung, ich war da so ein bisschen skeptisch gegenüber, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und das wurde einfach nur noch dämlich und ich sollte mal wirklich aufhören mit so zu diskutieren, wenn mir das zu dämlich wird. Aber das ist halt meine Schwäche und ja, und da schreibe ich halt auch ein bisschen Mist hin und her. Ja, mal schauen, ob derjenige sich noch meldet. Eigentlich hatte ich vor, dass ein bisschen, na, wie heißt's? Ist gerade eine E-Mail reingekommen. Ach nee, nur bin. Nichts Besonderes vor, das noch ein bisschen ausführlicher zu erläutern und so weiter. Hab ich aber gelassen, weil ich meine, das ist ein Blödsinn. Was bringt mir das, wenn ich darüber diskutiere? Es war halt doof, was. Ich hab mich drüber geärgert, weil mich das wieder aus dem Konzept gebracht hat. Und da habe ich hier so ein bisschen Spielzeit versaubeutet. Das war einfach dämlich. Naja. Kann man nicht ändern. Vielleicht lerne ich das mal noch irgendwann da bisschen lockerer zu bleiben und nicht immer die ganze Zeit da rumzudiskutieren und auch sozusagen wirklich nicht jeden Blödsinn irgendwie mitzumachen, weil es hat sich eigentlich schon von Anfang an gezeigt, dass das eigentlich bloß Blödsinn war, was derjenige oder diejenige macht und von daher, naja, was soll's. Ich sag mal, am Ende, ich level ja hier doch noch ein Stückchen, das ist doch eigentlich ziemlich gut. Und ich will halt wirklich auch, wenn man, und, ich will auch wirklich Level aufsteigen und ich sag mal, hey, wir sind schon Level 63 oder 64, ja, ihr sagt jetzt doof, weil ich mir das jetzt nur in einer kleinen Mini-Vorschau anzeigen lasse, beziehungsweise, weil ich muss ja irgendwie so ein bisschen drauf passend kommentieren, zumindest. Irgendwie ein bisschen versuchen und diese Vorschau in dem Vorschaufenster von meinem Videobearbeitungsprogramm da macht es halt nicht in HD, sehr verschwommen und so weiter und aber ich glaube es ist eine Level 64, wenn mich das nicht alles täuscht. Naja. Wie gesagt, es war halt total ärgerlich. Ich reg mich da im Video eigentlich relativ oft auf darüber. Auch, dass was hin und her geschrieben wird. Naja, passiert halt. Aber ich level hier trotzdem noch. Also von daher, also beziehungsweise krieg hier Money, USOW und Erfahrungspunkte. Und vielleicht kriegt man ja auch immer noch mal diese edlen Urkunden, weil das war ja immer eigentlich recht lustig, fand ich. Und hat mir auch, also mir hat es immer Spaß gemacht mit den Urkunden. Ich weiß, ihr wollt, dass ich mal auch, ja, das meinte ich eben mit ablenken. Ich weiß, ihr wollt, dass ich auch mal PvP und sowas mitmache. Aber diejenigen, die von Anfang an mit dabei sind, wissen und haben es ja schon oft genug gesehen, dass ich da total ablose. Ich bin da einfach nicht schnell genug zum Reagieren. Ich habe vielleicht auch nicht die besten Skills und so weiter und so fort, die besten Kombinationen parat, aber darum geht es mir auch gar nicht. Mir macht dieses Questen
auch dass es so lange dauert, tatsächlich Spaß. Auch wenn das für einige absolut nicht nachvollziehbar ist. Mir macht es Spaß. Und ich finde, das ist doch die Hauptsache, dass es Spaß macht, dass man den Spaß irgendwie rüberbringen kann. Ja, und daher würde ich sagen, ich versuche natürlich ein bisschen drauf einzugehen, was ihr sehen wollt und so weiter. Aber ja, jetzt sende ich schon wieder. Das ist total dämlich. Ah, oh, Mann ey. Das kotzt mich an, dass ich da wirklich drauf eingegangen bin, weil es war einfach nur eine dämliche Unterhaltung, die weder konstruktiv war, noch die einfach nur dämlich war. Und gut, das Einzige, was ich mir mitnehme, dass ich dann da, dass ich das Ende immer mehrmals ciao, tschüss, ciao, ciao und so weiter sage. Also von daher, das ist das Einzige, was ich mir mitnehme, dass ich da versuche, ein bisschen was anders zu machen. Aber das hatte ich ja in dem Vlog schon gesagt, dass ich da, das ist das Einzige, was ich aus der Geschichte mitnehme, aus dieser blöden Diskussion. Ich sage, es ist immer wirklich eine doofe Diskussion. Ja, ich gehe jetzt hier gar nicht aufs Jagdfieber drauf ein. Merkt er ja. Naja, muss man ja auch nicht. So, und jetzt bin ich gerade schon wieder total planlos und ratlos, was ich erzählen könnte. Also, wenn ihr mal bestimmte Themen habt, oder sag mal, hey, wir wollen mal deine Meinung dazu hören, immer raus damit. Ich habe da auch absolut keine Probleme. Ich sag dann vielleicht nur manchmal, ach nee, ist zu privat oder so. Obwohl, am Anfang war ich ja doch da doch wesentlich, wie nennt man es? Verschlossener, da habe ich doch jetzt nach und nach doch mehr, nach und nach doch mehr Einsehen, was heißt Einsehen, aber halt nach und nach mehr, ich komme gerade absolut nicht aus, also dass ich da doch mehr und mehr sozusagen auch aus dem Nähkästchen plaudere. Gut, ich werde mal schauen, wie sich das weiter mit dem entwickelt, mit dem ich da so geschrieben hat. Oh, ein klarer Geist, cool. Mal sehen, ob ich den schaffe. Oh, sieht aber nicht gut aus. Nein, es sieht überhaupt nicht gut aus. Schiete, Mist. Aha, verdammt. Verdammte Axt. Jetzt versuche ich es mal in dem anderen, in dem nicht Friede, sondern in dem feindlichen, ob es da vielleicht sogar ein bisschen mehr XP für die gibt, aber scheint nicht so zu sein, oder? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie bin ich jetzt so in dieses feindliche Lager übergewechselt sozusagen. Kann ich jetzt gar nicht mehr. Feindlich Lager klingt doof. Also so genau kann ich das jetzt gar nicht mehr sagen. Weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich ja heute auch zur Langnachter Museen gehen in Berlin. Allerdings gab es dann doch keinen, der mit mir mitgeht. Und ich bin... es ist einfach doof, zu sowas allein zu gehen. Aber irgendwie entweder keine Zeit, keine Lust, beziehungsweise einigen die 18 Euro zu viel... Naja, und ich sag mal, vielleicht, es gibt doch nicht nur Kunstmuseen, es gibt auch Technikmuseum, Filmmuseum, Kommunikationsmuseum, wir haben Berlin Zusehen, wir haben so viele verschiedene Museen, die absolut nichts mit Kunst zu tun haben, und das ist dann auch recht interessant. Aber worauf ich mich eigentlich freue, ist dann wieder das Festival of Lights.
wer sich vielleicht daran erinnern kann, letztes Jahr hatte ich noch ein kleines Video drauf gemacht. Werde ich dieses Jahr auch wieder. Werde ich dieses Jahr auch mal wieder machen. Mal schauen, wie das wird, was das wird und einfach mal gucken. Aber ich denke mal, ich habe mir da schon was zusammen gemacht. Ich habe mir auch schon meine Route ausgesucht, sozusagen. Oh, die warten hier gleich. Also ich habe mir schon alles angeguckt. Ich denke mal, das war toll. Und da wären wir dieses Jahr, so wenn es klappt, wirklich eine große Gruppe von Namen will ich jetzt nicht sagen, deswegen sage ich immer. Also. Ja, 7 Mann werden wir dieses Jahr sein. Also das wird, denke ich mal, sicherlich spaßig, da. Das ist wirklich für die, die in Berlin wohnen, also gut, ich will jetzt nicht sagen 100%, aber die einfach Lichtillumination, so Laserschuss und sowas, es ist auf alle Fälle was richtig viel toll. Ich finde es einfach nur genial. Ach, hier habe ich übrigens gerade jemanden angetroffen und der hat mir richtig geile Sachen geschenkt. Also nochmal vielen, vielen Dank an die Leute, die mir immer tolle Sachen geben. Finde ich echt geil von euch. Super, klasse, also finde ich echt super. Ja, und auch wenn ich schon ziemlich lange Let's Play, das ist es ja gerade, ich glaube, zumindest im deutschsprachigen Raum, ich will es nicht sagen, dass es so ist, aber ich glaube, im deutschsprachigen Raum, so rum, ist es, glaube ich, das am längsten von der Folgenanzahl her laufende For Story Let's Play. Ich will nicht sagen, dass ich... Also es gibt natürlich welche, die viel mehr geschafft haben, die auch die Gebietseroberung und so weiter zeigen. Aber ich will es halt so spielen, wie es mir Spaß macht und so weiter und so fort. Na dann, ich sehe, die Folge ist gleich wieder zu Ende. Und ich sage, ciao!